Moin meine lieben Nutzer, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Bevor dieses Video hier losgeht, nochmal wirklich eine Herzensangelegenheit von mir. Heute um 19 Uhr wird unsere neue Concrete Essentials Kollektion gelauncht auf smileblocks.com. Und wir starten auch um 19 Uhr auf Smileblocks Instagram und auf smileblocks.com einen fetten Livestream zum Start für die Kollektion. Ich kann euch auch nur eins sagen, diese Smileblocks-Kollektion wird wirklich komplett anders. Sports meets Fashion ist sozusagen das Motto. Ihr seht auch schon, nach dem, was ich hier anhabe, es wird wirklich geil. Deswegen seid am Start, 19 Uhr, smileblocks.com und viel Spaß mit dem Video. Moin meine lieben Wutzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Mit dabei ist Flying May im Dschungel hier und genießt ein bisschen Musik. Und hat gerade ein bisschen Schluck auf. Hier ist unser guter Kenny, der war die ganze Zeit draußen am Chillen und rumlaufen. Einige haben auch mal gefragt, ja, wieso ist denn euer Hund immer draußen? Das klang so, als wenn wir den rausschicken und so zur Strafe ihn draußen stehen lassen. Kenny ist immer sehr, sehr gerne draußen. Manchmal sitzt er dann da halt und chillt da. Und wenn er dann wieder was entdeckt, dann ist er nachher wieder am Rumlaufen. Könnt ihr euch noch an das Sofa erinnern? Mina und ich, wir hatten uns ein Sofa bestellt, gekauft. Aber teilweise war das einfach nur ein Reinfall. Und jetzt eben war der Polsterer da. Ich muss erstmal wieder aufstehen und euch erklären, was jetzt hier passiert ist. Und zwar, das geht dann auch noch ein bisschen hier hin. Die Couch ist so groß, Leute, ich muss so zurück, genau. Das ist die komplette Couch. Nachteil ist, beziehungsweise war und ist, das ist richtig so Flatterkram hier. Das ist so richtig, guck mal hier sackt das auch schon richtig raus. Hier kann man das sehen und das habe ich auch schon vermutet, als wir sie aufgebaut haben, dass wenn man sich raufsetzt, dass es irgendwann komplett nach unten sackt und irgendwann liegt das Polster sozusagen voll auf dem Boden. Deswegen haben wir uns Folgendes einfallen lassen, die ganzen Polster zum Polsterer zu bringen und er füllt sie dann, ich glaube, mit Kaltschaum auf. So nennt sich das Ganze. Und es ist dann richtig gut und stabil. Pass auf. Diese Polster sind noch, so wie sie halt waren. Das ist noch das Originale hier und das auch. Und das hier, guck mal, ist jetzt vom Polster gerade frisch gekommen. Seht ihr das? Und man merkt auch direkt vom Sitzen, es ist wesentlich härter. Du sackst nicht so ein und kriegst irgendwie schiefen Rücken. Hier hast du halt hier komplett, ja, der ist hier auf jeden Fall, guck mal hier. Das ist halt so, wie es sein soll. So muss ein Sofa sein. Was ist jetzt hier los? Oha. Ein Pokémon-Trainer. Ein Pokémon-Trainer? Zeig mal, warte mal. Pikachu ist mein Kumpel. Zeig mal deine Ausrüstung hier. Was ist hier los? Also, hier ist Pikachu. Achso, das ist denn sozusagen dein Rucksack, wenn du mal auf Reisen gehst, oder was? Aha. Was ist da drin? Ah, eine Pistole. Wenn du kämpfen musst, ne? Und Pfeile. Ah. Boah, das ist deine Ausrüstung. Und was hast du für Pokémon schon gefangen so? Ich habe auf jeden Fall Pikachu. Ja, okay. Und aber die habe ich jetzt nicht als Kuscheltiere. Ach so. Denk mir die aus. Ach so, in der Fantasie, ne? Ich habe Bisasam. Aha, Bisasam. Weil ich den von Papa im Spiel haben möchte. Aha. Geiler möchte unbedingt mit mir, vielleicht könnt ihr uns hier helfen. Geiler und ich haben ja so mit Pokémon Go angefangen. Ich habe Bisasam, aber ich kann den Bisasam nicht tauschen, weil die immer sagen, wir haben zu wenig Sternstaub. Aber dabei habe ich schon ganz viel Sternstaub. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Genau. Oh, ich habe hier schon 3 neue Pokémon, die ich fangen kann. Auf jeden Fall spielt der Skyler mal mit ihrem iPad Pokémon und ich mit dem Handy und dann gehen wir mal draußen spazieren, fahren mit dem Fahrrad zu den ganzen Spots und holen uns alles, was geht. Komm jetzt mit Papa! Mei! Ja, auf meinen Arm. Was ist los? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Oder bist du nur am Schiedern? Wo sind wir stehen geblieben? Mit Bisasam. Und du hast viel mehr Pokémons als ich, ne? Ja, soll ich euch mal zeigen, wie viele ich habe? Welches Level bist du denn jetzt eigentlich? 14. Und ich bin Level 13, ne? War das? Ein weniger. Oha, ein weniger? Und wer gewinnt beim Kämpfen immer? Manchmal du, manchmal ich, genau. Da habe ich auch eine Frage an euch. Bei Pokémon Go ist das so, wer am schnellsten drückt, hat sowieso den Vorteil, weil ich drücke mir immer einen ab, obwohl meine Pokémon dann schwächer sind. Ja, okay, teilweise wechsle ich aber auch die Pokémons. Das heißt, ein Pokémon ist besser gegen ein Pflanzen-Pokémon und so weiter. Aber macht das schnelle Drücken auch viel aus oder ist das nur Kopfsache praktisch, Placebo? Guck mal, einfach ganz. Du drückst immer ganz normal. Du kannst ja gar nicht so schnell drücken wie ich, ne? Ja, weil ich was Größeres habe, worauf ich spiele. Ja, du hast ein großes iPad sozusagen. Cool, man kann sitzen. Schaut mal. Jetzt können wir hier erstmal chillen. Guck mal, that's me. Hier bin ich. Das Papi. Schieß mal da hinten zur weißen Tür. Schieß mal Mama, wenn du da durchgehst. Nein. Warum nicht? Schieß mal ab da. Dann schieß mal da durch die Türen. Schieß einfach mal da durch. Nein. Ja, nee, schieß mal ab. Schön. Zack. Ja, sehr gut. Hast du sie getroffen? Ja, darüber. Noch ein Pfeil, schnell. Hier.
Nein, schon. Oh. So, jetzt kann man voll sehen, da ist voll die Kuhle. So sitzen und liegen wir immer die ganze Zeit. Rechts ist es genauso. Geil und ich sitzen jetzt hier auf Krampf auf dem Neupuls. Und nächste Woche bringe ich alles zu ihm und dann macht er alles komplett. Weil er sagte zu uns übers Wochenende, sonst habt ihr ja gar kein Sofa. Ja, und da passiert eh nichts. Deswegen. Machst du mir auf den Arm? Willst du mir auf den Arm? Wie denn? Ja, so meine ich. So. Nee. Hallo? Hallo? Ja. Man kann so schon sitzen. Schaut mal. Ja, muss man. Schaut mal. Muss aber trotzdem auf den Kopf irgendwie aufpassen. Guck mal, Skyli. Ui, das sieht ja süß aus. Man macht dir schon gut mit dem Kopf, ne? Ich will immer so helfen, aber... Ja, Beine rupsa. Hm? Hast du Hunger? Was ist los? Die Hunger? Ja, ich nicht. Jetzt ist aber an deiner Nase, das sieht man. So sieht das immer aus, dann stehen wir hier auf der Couch. Ich bin hier mit meinem iPhone und Skylar hat dann sozusagen ihr iPad hier. Und ich möchte meine Tiere euch zeigen. Da sind auch zwei, die habe ich aber beide schon. Oh, Level 15. Level 15, ich bin gerade mal Level 13. Was sagst du, Tiere? Das heißt Pokémons heißt das. Pokémons. Keine Pokémons da. Und sie hat sogar Shiggy. Shiggy habe ich nicht. Mach mal Shiggy groß. Zack. Den finde ich cool. Dafür habe ich nicht Papas Bisasam. Genau, dafür hast du keinen Bisasam. Ich habe auch sogar Pikachu. Guck mal, mein Kumpel. Wenn du das hier so anzeigst, oh, warte. Und dann hier, dann kannst du so deine starken, pass auf, genau, haben wir schon, so. Das sind deine starken Pokémons. Und das sind meine nicht starken Pokémons. Genau. Hä, wieso ist er nicht stark? Ja, weil du ihn noch nicht trainiert hast. Und du hast ihn noch nicht, Aber ein Pikachu ist hier, glaube ich. Der ein bisschen da, der ist schon stärker, genau. Und da kommt dann halt die Frage, wie bekommen wir so viel Sternstaub wie möglich? Müssen wir entweder mit anderen kämpfen? Was sind die Grundregeln? Wir brauchen die Grundregeln. Wir müssen kämpfen, weil ich hatte da heute 5000 Sternstaub bekommen, als ich verloren habe. Als du verloren hast, hast du 5000 oder 500 bekommen? 500. Gegen mich hast du verloren, ne? Oder ich möchte einmal kurz was machen. Nicht wundern, wenn ich dir eine Anfrage gebe, ob wir tauschen. Also wenn ich jetzt mit Skylar tauschen will... Dann können wir nicht Bisasam. Ich will jetzt zum Beispiel mit ihr tauschen. Dann will ich jetzt runter zum Bisasam hier, warte mal. Da ist er. Und der ist auch bei mir hier so ausgegraut. Also warum? Aus welchem Grund? Ich verstehe das noch nicht. Dann steht, du hast doch nicht genug Sternstaub. Aber ich habe 5100. Wie viel braucht man denn dafür, dass ich ihr den Bisasam... Kennt ihr euch damit doch gar nicht aus. Doch, die kennen sich bestimmt. Irgendeiner kennt sich damit richtig gut aus. Es gibt immer einen da draußen, der sich gut auskennt. Den habe ich dir gerade vorgeschlagen. Achso, guck, siehst du. Auf Versehen. Deswegen, Leute, welche Grundregeln brauchen wir? Wie können wir tauschen? Was muss ich am meisten haben? Wie kann ich mein Pokémon hochstufen lassen? Also punktetechnisch stärken und so weiter und so fort. Guck mal, sie ist fleißig am Fang. Papa hat die Tiere auch. Oh, du hast einen Super Pokéball benutzt. Den blauen. Warum? Hast du keine normalen mehr? Doch, ich habe davon noch normale, aber nur 5. Oh. Dann müssen wir wieder an den Spot und dann habe ich gelernt, dann muss man da so rumdrehen und dann bekommt man Pokebälle. Müssen wir da hinten wieder hinfahren? Aber jetzt nicht. Nee? Weil gleich Emily kommt. Achso, okay. Kriegst du gleich Besuch? Ja? Was macht ihr dann? Dann spielen wir. Was spielt ihr denn? Wissen wir noch nicht. So, Skylars Freundin kommt. Jetzt bin ich raus, Leute. Bin ich abgeschrieben. Das ist doch mal ein geiles Smilodogs-Outfit, oder Jungs? Was sagt ihr? Und Mädels da draußen, guckt es euch an. Alleine schon das Patch hier ist richtig geil, guck mal. Tschüss! Im Büro angekommen, Leute, denn wie gesagt, heute um 19 Uhr auf smilodogs.com oder auf der Instagram-Seite von Smilodogs wird ja die neue Kollektion live präsentiert, und zwar mit einer Modenschau. So, Joe macht hier noch irgendwie, was machst du gerade, Joe, noch ein paar Stories für die neue Kollektion? Ja, noch ein paar Stories vorbereiten, dass es direkt nach dem Livestream losgeht. Mit. Dezenter Test, wann geht's los, wann ist der Launch? Also kurz nach 19 Uhr, wenn der Livestream vorbei ist, geht's los. Mhm. Oha, sehr gut aufgepasst. Ah ja, hast du auch einen Gutscheincode, Joe 20 oder was? Joe 30. Oh. Joe 30, hier kommen wir noch hin. Paul macht jetzt auch noch ein bisschen Kram. Was machst du eigentlich? Oder machst du nicht so Wichtiges? Nee, nicht so Wichtiges. UBS einrichten und sowas, dass alles klappt, dass wir auf Instagram und auf der Website live sind. Genau. Also Leute, gebt Obacht. Heute 19 Uhr gibt es die neue Concrete Essentials Kollektion für euch auf smilodogs.com. In diesem Sinne, haut rein, gebt dem Video einen Daumen nach oben, Feedback in den Kommentaren. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao. Für die, die immer bis zum Ende gucken, werden jetzt auf jeden Fall belohnt mit einer ganz heißen Information. Ich baue hier gerade mein eigenes Gym. Ich bin hier gerade mit Paul, wir gucken uns das gerade nochmal an. Und ja, ihr seid jetzt gerade die Ersten
in diesem Video und das noch am Ende. Lieber Marvel im Endeffekt, dann bekommst du geheime Informationen hier. Und das findet jetzt hier gerade statt. Ich baue mein eigenes Gym, Leute. Es ist bald fertig und ja, für die Leute, die bis hierhin geguckt haben, Hashtag Gym in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.